Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind in Irkintan stehen geblieben und sollen mit Kalia sprechen. Werden wir wohl als erstes mal suchen. Aber wir schauen uns natürlich immer noch ein bisschen um. Oh, da liegen ein paar Leichen. Ist hier auch ein Gegner irgendwo? Sieht nicht so aus. Banditen. Truhe-Experte. Zaubertrank der Heilung. Noch ein Bandit, der Dietrich dabei. Ich trottel. Ach, krieg ich den jetzt nicht wieder? Oh mein Gott, ey. Ich bin ein Volltrottel. So. Die Kiste werden wir trotzdem versuchen aufzubekommen. Habe ich mir das natürlich nicht gemerkt, wie das stand. Okay, ein bisschen weiter höher. Willst du weitergehen? Da war das, okay. Noch ein Stückchen. Ah! Vielleicht so. Noch ein Stückchen höher. Noch ein Stückchen. Okay. Das ist runter. So. Ach, Leute. Was ist das denn? So. Ja, so. 140 Gold. Nehmen wir mit. Ganz klar. Schon ein bisschen gelohnt. Ist hier gerade irgendwas passiert? Habe ich den schon ausgeraubt? Nein, habe ich nicht. Jetzt schon. Das wirkt alles mir hier viel zu... Das ist viel zu groß dafür, dass hier kein Gegner rumläuft. Das hier war mal ein Gegner. Zwergenbolzen. Aber dafür brauchen wir aber erstmal, um den verwenden zu können. Eine Armbrust. Wenn da richtig informiert bin. Hier war hier nicht noch ein Tor? Hier war gar kein Tor. Ich dachte, hier wäre ein Tor gewesen. Na gut. Schleichen wir mal weiter durch die Gegend. Aber hier habe ich doch schon was gehört, hier um die Ecke. Zwergenöl ist eine Zutat. Ihr kennt mich. Die nehme ich mit. Ich weiß zwar noch nicht, was man mit den Zutaten insgesamt alles so anstellen kann oder beziehungsweise für welche Tränke man welche Zutat braucht. Aber das ist mir momentan auch Pipi Schnutz. Schnutzpiep, egal. So. Hier bin ich mir doch fast sicher, dass hier mal der erste Gegner auf uns lauert. Da unten. Haben noch keine Armbrust, das ist leider so. Na, probieren wir es mal. Oh oh. Scheiß Idee. Scheiße. Oh, Feuer! Okay. Das war eine ganz schön beschissene Entscheidung von mir. Ich werde mich mal in eine gute Position stellen. Weißt du mir aus, du Sau? Nur weil du mich hier nicht wischen kannst. Oh. Na gut.
das sind ja drei. Plötzlich. Okay. Ja, aber auch wenn das vielleicht so ein bisschen... ein bisschen... Wie sage ich es am besten? Feige ist, aber... Das ist ja witzig. Oh, ich dachte, ihr könnt hier nicht drauf. Oh. Die habe ich auch schon mal. Okay. Das heißt, es ist ein bisschen Rennen. Okay, die kriegt so. Oh, was für eine Geburt. Hilfe. Amulett von Mara. Okay. Boah. Ob wir hier durchkommen und dann nicht wieder Sachen ablegen müssen, bin ich mir noch nicht so sicher. Aber hier müsste ich ja eigentlich noch ohne Ende Pfeile finden. Ja. Das ist so. Da liegt noch einer. Da ist auch noch einer. Weil die ja nicht in den Körpern stecken bleiben von den Maschinen, fallen die alle auf den Boden. Ah, da ist er. Gut. Weiter geht's in der Höhle, beziehungsweise im Verlies. Gucken wir mal. Ah, das Ding wurde aktiviert. Aber nicht so schlimm. Dann nehme ich auch einen Umschlag. Zack. Hier irgendwas Böses rum. Scheinbar nett. Aber eine Truhe Lehrling, die wir öffnen können. Okay, dann vielleicht so. What? Na gut, dieses Problem werden wir bald nicht mehr haben. Mit den lästigen Dietrichen, die auseinanderbrechen. Aber dazu später mehr. Aber da oben ist ein Gegner. Der hat uns noch nicht gesehen gehabt. Perfekt. Und vielleicht kriege ich ja... Erz. Erz dabei ist, das ist ja schön. Kriegen wir hier auch mal meine Pfeile wieder. Sieht mir aber allerdings nicht so aus. Gibt es hier oben irgendwas Interessantes? Ja, eine Truhe. Zwar nichts Berauschendes drin. Aber haben oder nicht haben, sage ich immer bei der Sache. Und was müssen wir jetzt machen? Aufstuhl fahren. Aufzug. Fahrstuhl. Aufstuhl. Jo. Aufstuhl fahren. Jawohl. Oh, Kalia und Brynjol. Mercer ist hier gewesen. Ich hoffe, wir kommen nicht zu spät. Diese Banditen da hinten. So haben Brynjol und ich sie gefunden. Mercers Werk. Wir müssen zu ihm aufschließen, bevor es zu spät ist. Ich bin bereit. Gehen wir. Wir sollten vorsichtig vorgehen. Ich würde mich nicht wundern, wenn er uns noch ein paar Überraschungen hinterlassen hätte. Na gut, finde Mercer frei.
Überraschung Nummer 1. Nicht geglückt. Haha. Zwergenöl. Noch mehr Zwergenöl. Okay, ist das nochmal eine separate? Nein. Kann ich die mitnehmen? Auch nicht. So, wollen wir nochmal gucken. Oh, sieht ja interessant aus. Moment mal. Fall. Was ist das? Es ist Mercer. Gegner, die wir, glaube ich, noch nicht gesehen haben. Wo ist Mercer? Ich kümmere mich darum, Mädchen. Ach, da. Verdammt, wir kommen nicht durch. Na gut, er räumt für uns auch wahrscheinlich schon mal Gegner aus dem Weg, ne? Finde ich jetzt nicht so tragisch. Er spielt mit uns. Er will, dass wir ihm folgen. Ja, Mädchen. Und wir sind bereit für ihn. Mädchen, wie er das immer sagt. Genial. Die ist wahrscheinlich wesentlich älter als Brynjolf. Und er sagt Mädchen. So. Eibeutel. Chaurus-Eier sind da drin. Oder wie auch immer man die ausspricht. Das weiß ich nicht. Ich sag immer Chaurus. Das ist sowieso eine Höhle. Da sind sehr, sehr viele Chaurus-Eier. Wie groß das ist. Habt ihr so etwas schon mal gesehen, Mädchen? Eigentlich nicht. Stellt euch nur die verborgenen Reichtümer in diesen Mauern vor. Laufen wir trotzdem weiterhin geduckt, weil es könnte ja tatsächlich irgendwo immer noch ein Gegner stehen. Kalia, Abflug. Hau ab! Mercer ist hier. Das spüre ich. Ja, wir haben ihn doch schon gesehen. Natürlich ist er hier. Nichts drin. Okay, weiter geht's. Sag ich doch, hier könnte immer noch ein Gegner da sein. Ist er auch. Ups, normaler Falmer. Da war einer. Da hinten sind noch welche. Die kümmern wir uns gleich. Wenn es dann soweit ist. Hier ist noch so eine Sphäre. Ach, ihr. Die drängen mich immer zur Seite. Das gefällt mir nicht. So, was gibt es denn hier Feines? Da kann ich an dieses komische Geschütz, aber an das Geschütz will ich momentan gerade gar nicht. Totruhe. Wollen wir mal gucken. Gold, bisschen. Du, dich nehmen wir doch mal von hier oben mit. Was ist denn mit dir? Du wirst ja leichter zu treffen. Perfekt. Wo ist der andere hin? Ganz viele Pilze. Da hinten läuft er rum. Gehst du jetzt auch da rein? Perfekt. Okay. Ein Hebel. Was macht der Hebel? Aktiviert da ein so ein Ding. Okay, da ist noch ein Hebel. Hört der auch wieder auf? Klang fast so, ne? Nee, da bewegt sich hinten noch was dran. Na komm, geh doch rüber. Tut sich da unten nichts. Doch, ist aufgegangen. Sehr schön. Ich weiß, dass es oft dieses Rätsel auf der PS4-Version. Falmerbogen ist ja wesentlich stärker. Ja, den nehme ich mit. Hallo, moin. Dass dieses Rätsel auf der PS4-Version leicht buggy war. Denn. Man konnte beide Hebel betätigen, jedoch ist es nicht aufgegangen. Bis es dann irgendwann mal gefixt haben. Also man konnte tatsächlich die Quest so lange nicht machen, bis der Patch rauskam.
Das war schon leicht nervig. Und den orkischen Bogen, den lassen wir jetzt einfach mal hier liegen. Der ist nämlich schlechter als unser. Wir nehmen den Falmer Bogen. Hier ist aber ein... Achso, den haben wir gerade durchsucht. Okay. Hier ist nichts drin. Ein paar Zutaten liegen hier noch so ein bisschen verteilt. Oh. Ups. Da sollte man besser nicht reinlaufen. Man ist instant tot. Ja, ist ja okay. Pilze nehmen wir mit. Wir werden sowieso gleich überladen sein. Also das steht für mich schon mal fest. Aber naja, halb so wild. Oh, habe ich da noch einen Seelenstein? Ja, da ist noch ein Seelenstein gewesen. Das ist die gleiche Sphäre. Ja, okay. Da oben gibt es hier noch irgendwas, außer ein paar Pilze. Sieht nicht so aus. Hier drin ist Geber. Mach dich ab. Los. Zack. Die Geber auch weg. Da kriegen wir wahrscheinlich noch ein paar Geberschwänze, wenn wir Glück haben, noch einen Stein. Und Pfeile wieder natürlich. Na, leider nur einen von zweien wiederbekommen. Halb so wild. So. Hier ist eine Bärenfalle. Bin ja nicht blöd. Sehe ich. Mercer. So einfach ist das auch nicht mit uns. Wir können die Kammer oben oder unten herum durchqueren. Eure Entscheidung. Ja, ja. Ich werde sowieso alles hier absuchen. Mein Freund, es ist scheißegal, in welche Richtung oder oben oder unten rum wir gehen. Oh, das ist ein Gegner. Gut, dass die nicht so schlecht sehen. Stücke. Seid gesegnet, Gebieterin der Schatten. Ich sehe einen weiteren Tag. Von einem Falmer werdet ihr euch doch nicht besiegen lassen, Kalia. Nicht von so einer lausigen Kreatur. Leichen verbessert. Das ist schön, das mag ich gerne. Hier ist was drin? Nee. Hier liegen nur ein paar Zutaten. Dafür lohnt es sich alleine schon hier hochzugehen, aber da drüben will ich jetzt mal hoch. Ob es da weitergeht oder nicht weitergeht, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall könnte hier um die Ecke ein Gegner stehen. Da kommt auch einer. Da kam einer. Trifft es, glaube ich, in dem Fall besser. Dass die alle diese Fischis dabei haben, finde ich nicht schlecht. Leider haben die hier keine Eisenpfeile, sondern Falmerpfeile. Na gut, wir kämpfen ja auch gegen Falmer. Falmer, weiß ich nicht, wie man das aussprechen will. Aber nee, das shit hier nehmen wir nicht mit. Oder wie auch immer man das auch wieder ausspricht, keine Ahnung. Oh, da oben. Wo kommst du denn her? Stehst du schon die ganze Zeit da? Sehr schön. Bis nach da unten. Das ist auch sehr schön. Los. Renn, du Sau. So. Da oben steht noch einer. Genau. Kommt man denn zu dem hoch? Eigentlich da über den Berg, oder? Weil wenn der stirbt, der ja hundertprozentig, so wie ich schon gedacht habe, nicht runterfallen. Andere Fall mehr sehe ich jetzt hier unten nicht. Ah, da vorne ist noch einer. Lederhelm. Den werde ich gleich mal erledigen. Tot. Okay.
Der findet jetzt seinen Kumpel da vorne. Wenn du stehen bleibst, mache ich dich. Ah, daneben. Okay. Kommst du hier hoch? Oder wie läuft das ab? Bei dir? Ist hier unten entlang? Ist hier unten entlang. Okay. Alles klärchen. Na schön. Wollte er mich holen? Und ich krieg sogar beide Pfeile wieder. Das freut mich, aber wir sind eine Stufe aufgestiegen. Was nehmen wir? Wir nehmen Gesundheit. Okay, ein Talent zum Verbessern. Kann ich denn schon... Nein, das kann ich noch nicht, dass ich mehrere Pfeile wieder kriege. Dafür brauche ich 50. Dann sparen wir uns das Gerät mal auf. Das Gerät. Der Gerät. Wir wenden das einfach später. Aber komme ich hier oben auf das Ding drauf? Scheint mir nicht so. Wüsste nicht wie. Nein. Kommt man nicht hoch. Das haben wir also gehört. Der gesamte Turm ist eingestürzt. Dafür gibt es nur einen Grund, und zwar, um Verfolgern den Weg abzuschneiden. Es muss Mercer sein. Ja, wir müssen wieder einen Umweg gehen, Kalia. Das ist richtig, ja. Wir müssen hier oben lang gehen. Bei den Göttern. Es ist der Schamanenschlüssel. Okay. Schlüssel, Brynjolf. Solange er ihn in Händen hält, weiß niemand, wozu er imstande ist. Da komme ich nicht oben drauf. Das ist sehr schade. Ich hätte mir gerne die Pfeile geholt, die der bei sich hatte. Aber dafür holen wir uns hier Pilze. Schlechter Deal eigentlich. So. Überall alles voll mit Bärenfallen. Kann man natürlich nicht auf uns sitzen lassen. Sieht aus, als wären hier keine Gegner. Ausnahmsweise. Aber was ist das? Eine leere Truhe, ja. Aber die dürfte Mercer eigentlich nicht geplündert. Ja, aber anscheinend schon. Eigentlich dürfte die Mercer ja nicht geplündert haben, weil er ja eigentlich gar nicht hierher gelaufen ist, sondern den anderen Weg, den er uns versperrt hat. Oder verstehe ich das gerade falsch oder habe einen Denkfehler? Für mich dürfte er nicht hierher gelaufen sein, aber ich kann mich da auch irren, schwarzes Geber. Ja, alles klar. Müssen auf jeden Fall hier entlang. Also legt er jetzt eine Goldspur, der gute Mercer. Ah ja, ich löse die Dinger hier sowieso nicht aus, ne? Trottel. Tut mir leid, Galia, ich konnte sie nicht entschärfen. Es war mir nicht möglich. Okay. Bei Shaws Knochen. Seht euch dieses Ungetüm an. Was ist das, ist ja? Ein Zwergen-Centurio. Ja. Hart im Nehmen und sehr tödlich. Wir können mit der Bestie kämpfen oder uns vorbeischleichen. Eure Entscheidung, Bursche. Wir sind direkt hinter euch. Okay, wir müssen erstmal gegen ein paar Palmier kämpfen. Wartet, ich höre etwas. Aua. Vielleicht ganz gut, dass ich hier Gesundheit genommen habe, oder? Aber... Ja... Oh Mann! Ich glaube, Sie haben die Botschaft verstanden. Ich wollte eigentlich auch nochmal einen Pfeil auf ihn abschießen, aber Brynjolf hat sich immer davor bewegt. In solchen Höhlen verliert man leider sehr viele Pfeile. Ich benutze ungern andere Pfeile als die Eisenpfeile. Natürlich, obwohl sie stärker sind. Aber von den anderen findet man halt nicht so viele. So. Ich glaube aber, ich möchte diesen Centurio
aus Präsentationszwecken mal angreifen. Machen wir das doch einfach mal. Das war ja einfach, der ist ja noch nicht mal bis zu mir gekommen. Die anderen haben noch nie mal was gemacht. Sowas aber auch. Es ist schön, dass ich hier die Eisenpfeile gerade mal aufsammeln kann. Zumindest ein paar davon. Elfenpfeil. Lose Steine. Hier noch mehr Pfeile von mir. Vielleicht. Irgendwo. Scheint mir gerade nicht so. Aus dem Weg räumen können wir den Fettklops leider auch nicht. Ist dafür ein bisschen zu schwer. Lachs brauchen wir nicht. Falmerfall. Jawollo. Gerne. Okay. Ich würde ja fast behaupten, dass man die Kette stört. Damit da nichts rauskommt oder so. Ob das stimmt? Ich habe keinen blassen Schimmer. Den habe ich ja schon mit dem Pfeil zerstört. Oh, riesengroßes Pilzfeld. Ein Traum. So. Wir sind gleich überladen. Ich sehe schon oben links. Du kriegst zu viel, du kannst nicht rennen. Ich sehe es gleich schon dort stehen. Hier geht es meines Erachtens nach weiter. Oder da. Auf jeden Fall ist da ein Gegner und da auch. Okay, hier war ein Gegner. Der wahrscheinlich eigentlich hier hinter stehen sollte. Ich habe etwas gehört. Ich höre etwas. Ja, ja. Alles. Alles ganz entspannt. So. Das war das, wo. Ja, hier haben wir Mercer beobachtet. Was war? Da seid ihr ja. Ja, mach du mal. Ich bringe euch die ewige Ruhe. Erstmal den ersten Fall volle Kanne daneben jagen. Aber danach hat es getroffen. So, Fallmeer. Magisches Leintuch ist eine Zutat. Ich hätte beim letzten Mal Inventar ausräumen. Tatsächlich auch die ganzen anderen Sachen, die ich im Inventar hatte, ausräumen sollen. Und jetzt trage ich zu viel. Okay. Müssen mal etwas wegschmeißen. Hier, zack. Oh ja, möchte ich mal anwenden. Das ist vielleicht gar nicht mehr so verkehrt. Oder werfen wir ein paar Zutaten weg. Wir haben hier 42 blaue Bergblumen. Aber die anderen hier wiegen viel mehr. Knochenmehl. Oh. Nee, das wollte ich eigentlich ablegen, nicht essen. Na gut, habe ich es gegessen. Werfen wir noch 9 Stück davon ab. Dann dürfte ich. Aua. Ich wollte es nicht essen, tut mir leid. Ich habe bis jetzt dem Fall mehr gegeben. Alles, was ich dabei hatte. Da hinten sind Spinnies. Ist der Fall mal um die Ecke? Nee, liegt ein toter Fall mal um die Ecke. Sieht so ein bisschen so aus, als ob er sich in der Falle hier einfangen hätte. Aber es scheint allerdings nicht der Fall gewesen zu sein, weil die Falle war noch aktiv. Spinnies!
wir erstmal die, die hier rankommen. Ja, oh. Ich bringe euch die ewige hatte. Hier muss ja noch jemand sein. Da kommt er doch. Warte, Sau. Ich höre etwas. Oh, er hat mich getroffen. Sausack. Da. Ich trage zu viel, ich kann nicht rennen. Habe ich denn hier dabei, was so viel Licht wegnimmt? Hey, habe ich gar nichts dabei. Sonstige. Was? Hab ich doch gerade angeguckt. Waffen, irgendwas. So nichts wert ist, aber viel wiegt. Obwohl ich da. Ganz ehrlich. Oh, ich trotzdem. Okay, nicht. Sehr ehrlich. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich genug Pfeile habe und nicht mehr darauf angewiesen bin, zwischendurch zu wechseln. Was wiegt mehr, meiner oder der Zwergenbogen? Stärke ist die gleiche. Der wiegt mehr. Ja. Achso, ich muss mehr wert. Ich nehme den Zwergenbogen mit. Da müssen wir den mal hier ausrüsten. Favorit und ausrüsten. Da. Okay, wir spielen hier kein Let's Play, sondern Let's Brüll. Warum läufst du jetzt immer noch so langsam? Aha. Ich wiege nicht zu viel. Warum läufst du so langsam? Hallo. Das verstehe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Läuft er so langsam vor sich hin. Na gut, müssen wir gerade mal so ein bisschen aushalten. Ich werde mich da gleich drum kümmern. Ach komm, da hinten glaube ich jetzt nicht hin. Warum kann wenn ich Mercer schneller? Uns mit den Augen entwischen. Ich muss mal gucken. So. Waffen. Einfallen lassen. Sehen wir ihn nie wieder. Stehlen ist meiner. Warum? Mein Gott. Die Steuerung manchmal. Ich komme damit noch nicht ganz so klar. Warum zum Teufel laufe ich jetzt langsam? So, das war falsch. Nein, warten will ich auch nicht. So, ne? Fuß! Das ist Bull. Wir werden jetzt noch durch diese Tür gehen. Hier haben wir Mercer gesehen. Genau, wir müssen ganz ich. In der Nähe sein. So. An dieser Stelle beende ich die heutige Folge. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn ja, dann gebt doch einen Daumen nach oben. Wenn nicht, macht am besten gar nichts. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren. Und ich würde einfach mal so sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.